Einer meiner Lieblingskollegen, Florian Retzel, sagt immer, Finanzprodukte sind wie Medikamente. Sie sollten unter Aufsicht eingenommen werden oder besser gar nicht. Und damit hat er recht. Finanzprodukte brauchen Betreuung. Ähnlich wie ein Auto Inspektion braucht. Man muss das nicht machen, darf sich dann aber nicht wundern, wenn man nach 5 Jahren einen kapitalen Motorschaden hat. Das ist auch der Grund, warum wir als Vermögensberater mit unseren Kunden Jahresgespräch oder Servicegespräch oder Inspektion, kann man ja nennen, wie man will, macht. Einmal im Jahr oder vielleicht alle 18 Monate, kommt so ein bisschen auf die Kundensituation an, um einfach zu gucken, ist das Schiff auf Kurs. Und in meinem eigenen Kundenstamm stelle ich fest, dass bei 3 von 4 Terminen immer was zu verändern ist. Mal größere Sachen, ganz oft aber auch nur Kleinigkeiten. Aber nach ein paar Jahren ergeben halt auch Kleinigkeiten ein Ergebnis. Übrigens ist das auch der Grund, warum wir Vermögensberater völlig andere Produkte brauchen als so ein Einwegberater da draußen. Ne? Es gibt ja viele Einwegberater, ihr wisst, was ich meine, also einmal abgeschlossen und nie wieder gesehen. Die brauchen andere Produkte. Die brauchen natürlich irgendeinen Test, wo sie sagen können, hier, das Produkt steht auf Platz 1, Kunde unterschreibt und hast du nie wieder gesehen. Als Vermögensberater, wenn ich meine Kunden immer wieder sehe und ich habe Kunden, die haben schon mehr als 20 Mal bei mir am Tisch gesessen, dann brauche ich vor allem Flexibilität. Weil Leben heißt Veränderung und darauf muss ich reagieren. Und ich will meinem Kunden nicht sagen, nee, das geht nicht. Sondern ich will sagen können, pass auf, das kriegen wir hin. Und naja, das ist eben der Grund, warum wir andere Produkte anbieten. Und größtmögliche Flexibilität und geringstmögliche Kosten, das passt halt nicht zusammen. Genau wie das Auto mit dem höchsten Schwerpunkt nie die beste Kurvenlage haben kann. Also die Botschaft soll sein, such dir Betreuung, wenn du welche hast, super gut. Wenn er auf dich zukommt, wenn das alles passt, bleib da. Wenn du sagst, na, das ist nicht so optimal, dann such dir einen guten Berater. Ich wüsste da einen. Alles gut.